Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei der Let's Play Fiesta Online. Oh, jetzt habe ich ganz vergessen, was ich sagen wollte. Ihr seht ja, ich bin gerade in Fino und zwar ganz, ganz allein, weil ich einfach nur eigentlich die erste Quest fertig machen wollte. Für die erste Quest brauche ich aber noch ein paar Goldfledis und die spawnen leider nicht vor Mara. Entsprechend muss ich die nach Mara jagen. Entsprechend muss ich ja Mara erstmal tot machen. Tut mir ja leid für dich, Mara allein. Na, eigentlich nicht, aber... Ja, es geht zumindest. Es geht. Mara tot machen. Hehehehe. Komm. Noch leben wir auf jeden Fall. Die Karte brauche ich wahrscheinlich nicht, wie immer. Aber ich nehme sie mal mit. Und ja, ich renne vor ihr weg, weil letzten Endes ist das vielleicht besser für mich, weil sie doch stunnen kann und so weiter und so fort. Und das muss ja nicht unbedingt sein. Außerdem macht sie doch einen dicken Schaden. Und ich habe schon einen dicken Schaden. Da brauche ich nicht Mara noch dazu. Und meine Giftvergiftung habe ich auch drauf. Das ist ein Antibiotika, periodischer Schaden. Ja, das hilft dann eh nicht. Plum. Boah, da ist sie schon. Ich dachte, ich könnte schnell anhalten, noch einen Kraftschuss oder sowas hinsetzen. Aber nein. Vor allem, das dauert ja ewig. Mädel, komm, mach hinne. Ich will die Folge, dich will ich noch tot haben. Ja, aber ich denke, das sollte schon klappen. Das ist ja kein Dingsboss hier. Kein Verliesboss. Zumindest die von den neuen Instanzen, wo das doch ewig dauert, manchmal den umzuhauen. Die Verliesbosse gehen ja noch. Die meisten zumindest. Oh, jetzt stehe ich. Ist selber festgehängt. Oh. Hab immer Angst, dass ich umfall und dann sind die Herzen weg. Oder eins zumindest. Wobei, nee. Wenn alle tot sind, ich weiß gar nicht, geht dann die Kaku nicht fail. Das heißt, im Moment, da ich ja der Einzige bin, habe ich sowieso nur ein Leben. Toll. Ganz toll. Jetzt muss ich auch noch vorsichtiger sein, als ich wollte. Naja, okay. Sind wir halt vorsichtiger, als ich wollte. Zählt ja nix. Es zählt ja nix. Hopp und hopp. Jetzt setze ich den hier nochmal. Sicher, sicher. Plup. Jetzt komm, Mara. Mach mal ein bisschen mehr tot hier. Nicht mich, aber euch, dich. Ja, ich kann ja mal gucken. Bumm. Und bumm. Ja, ein bisschen Schaden macht das schon. Vielleicht kann ich ja ab und zu mal anhalten und einen Kraftschuss reinballern mit. Kriegt ein bisschen mehr Schaden. Dafür sollte ich aber immer schön aufgefüllt sein. Günstig. Lalalalalala. Und Kraftschuss. Das war eine AOE. Jetzt hat sie mich gestunt. Das sollte nicht passieren. Das sollte nicht passieren. Okay. Ich lasse es lieber rein. Das war wieder ein Stunt, glaube ich. Nein, das war keiner. Oh, Gott sei Dank. Okay. Das mit dem Kraftschuss lasse ich doch lieber sein. Das ist nicht ganz so günstig. Da renne ich doch lieber im Kreis. Denkt mal dran, Ende der Folge, dass mir dann die Rollen auslaufen und dass ich da ganz schnell neue auflege, sonst wird es schlecht. Übrigens habe ich ja auch eine Sprintrolle drauf. Sprint die 1. Eigentlich für, sagen wir mal, für Bossmobs eine Rolle, die man durchaus selbst als mit dem Titel hier, mit Goldmedaillenliste, weil der ja auch schon Sprintbonus gibt, den man da trotzdem noch auflegen kann, weil Mobs, Bossmobs zumindest, sind auf jeden Fall schneller als normale Mobs. Die kommen jetzt normalerweise schon fast nicht mehr hinterher, zumindest nicht mit Sprint die 1 unten im Titel. Müsste man dann auf die Mobs warten, das will ich natürlich auch nicht. Dann lieber so, aua, die macht aber auch einen Schaden. Meine Fresse. Das ist Frauen. Was will man dazu anders sagen? Jetzt tritt die mir mit ihrem Holzbein in den Hintern. Geh da raus, mein Hintern. Meine Güte. Aua. Ja, das könnte jetzt noch ein bisschen dauern, aber wir haben es fast geschafft. Als ob sich das nicht selbst widerspricht. Ich bin wieder mal der König der Widersprecher. Aber naja, zählt ja nichts. Zumindest gehen alle drei Gifte bei ihr drauf. Das ist ja schon mal was. Phönus XXL hat sich den Titel sprachlos verdient. Glückwunsch, Phönus. Oha, fast 2000 Schaden. Sprachlos. Ja, gut, den Titel schaffe ich wohl zumindest hier im Let's Play nie. Das wäre ja auch schlimm. Mal eine Folge ganz ohne mich. Das vielleicht wäre für einige erholsam. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Aber andererseits, nee. Wenn ihr mich schon anguckt, dann müsst ihr das auch mitmachen. So. Und jetzt, du geh mal hier ein bisschen zurück hier, Mara. Du
aufdringlich. Ich hab eine Freundin, ich brauch dich nicht. Vor allem keine mit einem Holzbein. Also hallo. Ich hab Geschmack, Mädel, ich hab Geschmack. So, komm mal her. Meine Freundin übrigens, die liegt direkt hinter dieser Wand und hört mich wahrscheinlich noch quatschen, weil sie schon im Bett liegt. Ist ja schon spät. Zumindest für mich. 23.42 Uhr. Sind zwar immer noch Leute online, aber normale Menschen, die halt früh raus müssen. Ich war in der letzten Folge, habt ihr erwähnt, dass ich eine Mittelschicht habe. Entsprechend muss ich nicht früh raus, kann aber auch nachmittags nicht aufnehmen. So. Aber ich muss aufnehmen. Und ja, dann mache ich das halt jetzt. Zu einer Zeit, wo normale Menschen schlafen. Andererseits habe ich ja vernommen, ist es eigentlich Standard. Die meisten Let's Player oder viele Let's Player nehmen um diese Zeit auf, weil schlicht und ergreifend nicht ständig das Handy klingelt. Geht mir ja auch schon oft genug so, da geht's blim und blim und blim. Das ist ja nicht nur Anrufe und SMS und hast du nicht gesehen von normalen Kontakten. Mittlerweile blimmt's ja auch, wenn irgendjemand was auf YouTube schreibt. Und ich bin ja noch relativ klein und da bei mir macht das schon oft genug Bling und Boing und Blütütüt. Und hast du nicht gesehen? Da möchte ich nicht wissen, wie das bei Großen ist. Klar kann man da eins mehr oder weniger ausschalten oder man kann allgemein ausschalten, die Benachrichtigung. Früher oder später wird das halt, wenn man groß genug ist, denke ich, schon der Fall sein müssen. Weil, ich sag mal so, irgendwann nimmt es halt zu viel Platz weg. Dann muss man halt so durchgucken, alle Kommentare. Das geht ja auch. Versuche auf jeden Fall alle Kommentare zu lesen. Ich schreibe nicht unter jedem Hallo und schön dich kennenzulernen. Und obwohl, wie gesagt, neue schreibe ich eigentlich immer unten drunter. Gehört sich einfach von selbst, wenn jemand eine Frage hat, auf jeden Fall. Bei einer Antwort auf eine Antwort, okay. Wenn nicht eine Antwort notwendig ist, ne, dann nicht. Schauen wir mal. Und wie gesagt, ich bin gestunt. Scheiße. Lass mich los. Oh, schnell was schlucken. Schnell. Ah, Gott, danke. Nicht, dass die jetzt noch ihre AOE da macht, hier, wo die sich im Kreis dreht. Die macht nämlich schon, ja genau, die meine ich, dankeschön. Schon Mörder Damage, wie ihr gesehen habt. Und wenn ich mich da nicht mit einem Trank noch mit hochgeheilt hätte und die gerade gehauen hätte, wäre ich tot gewesen. Apropos tot. Tschüss, Mara. So, die liegt. Sind leider keine, Folterer brauche ich nicht. Wo ist denn jetzt der Dicke? Müsstest hier doch rumstehen, oder? Ah, da hinten ist er doch. So, okay, komm mal her. Gut. So, der Folterer ist mir eigentlich egal. Auch nur den hier. Weil es sind noch keine Golf-Ladies dabei. Leider. So, ich renne auch richtig rum, ne? Ja. Nicht, dass ich hier aus Versehen quasi in die verkehrte Richtung renne und dann wieder durch muss. Aber es ist schon so, dass hier quasi der Teil noch mobfrei ist. Weil hier noch keiner war. Beziehungsweise, weil die Mobs erst spawnen, nachdem der hier tot ist eigentlich. Deswegen zieht man die Mobs hier ja durch, weil ja eben alles frei ist. Ich meine, heutzutage ist nicht mehr notwendig, jetzt kannst du einfach alles mitnehmen. Das könnte sogar ich hier, weil ich hier einfach gut wegrennen kann, aber muss ja nicht sein. Zack. Andererseits sollte ich vielleicht nicht ganz so weit vorrennen und hier am Ende bleiben. Weil ich ja eventuell auf Goldfladies hoffe und es kann ja sein, ich glaube ab Malor müssen die auf jeden Fall sein. Entsprechend muss ich natürlich dafür sorgen, dass der liebe Malor umfällt. Ja gut, 37 Minuten, das schaffe ich definitiv. Plupp, aua, haut dazu. So. Wie gesagt, ich muss dafür sorgen, dass der liebe Malor umfällt und hoffen, dass da irgendwann eine Goldflady rauskommt. Die kriege ich definitiv, bin ich mir sicher. Also umfallen, das schaffe ich definitiv noch. Weil Mara ist ja schon tot. Und Malörnchen sollte da kein Problem mehr für uns geben. So, hopp. In dieser Folge, ob ich das jetzt noch schaffe, weiß ich nicht. So ein Boss ist ja trotzdem eine Sache. Wegrennen, immer kiten, ja, muss ja sein. Leider kriege ich den nicht anders. Tut mir sonst zu weh. Meine Sachen sind zwar schon relativ gut, sind ja gute Setsachen, muss man sagen. Aber sie sind halt nur plus 3. Danke nochmal an Phoenix, von dem habe ich da, glaube ich, bekommen die ganzen Setsachen. Und entsprechend nochmal vielen herzlichen Dank. So, hopp, hopp, hopp. Übrigens, Phoenix, mittlerweile nehme ich ja auch gemeinsam mit ihm, ist ja an ihm jetzt,
Nehme ich ja auch gemeinsam mit ihm auf. Allerdings nicht an Fiesta, sondern bei Star Wars, wo sich der Dü ja kurzfristig abgemeldet hatte mal und dann doch wieder dazugestiegen ist. Mittlerweile sind wir ja da zu dritt, beziehungsweise fast zu viert, weil eventuell noch eine Mitstreiterin zumindest für diverse Gastauftritte dazukommen wird. In den nächsten Folgen zumindest. Ob sie jetzt dauerhaft ist und so weiter und so fort, muss natürlich, da kann natürlich nicht nur ich entscheiden, sondern muss der Dü auch mitentscheiden. Und wir haben uns halt erstmal darauf so geeinigt, dass sie halt durchaus für Gastauftritte mit angeschrieben wird und so weiter und so fort, dass er mit reinkommt, weil es macht halt mehr Spaß, wenn mehr Leute dabei sind. Und vor allem kennen sich die zwei deutlich besser aus als wir im Spiel. Das schadet das definitiv nicht. Wir haben da übrigens jetzt auch mittlerweile eine eigene Gilde gegründet. Ich war schon am Überlegen, wie wir die nennen sollten. Oder wir haben überlegt, wie wir sie nennen sollten. Wir haben sie dann Reborn genannt. Weil Reborn, wie gesagt, ist unsere alte Gilde hier. Die quasi Nachfolgegilde, nachdem uns Newcomb geklaut wurde, hatten wir ja dann Reborn aufgemacht. Und wir haben halt die genommen. Auch in Ion ist es ja Reborn. Ion wird übrigens, wenn der Ringkrieg von Herr der Ringe irgendwann rum ist, wird Ion dann auch fortgesetzt. Habe ich dem Dü versprochen, weil er wollte das unbedingt fortsetzen. Und entsprechend machen wir das natürlich auch. Da kenne ich nichts. Ist zwar, sagen wir mal so, wenn es nicht fortgesetzt werden würde, hätte ich dann auch nicht grundsätzlich das Problem mit, weil Ion war nicht ganz mein Lieblingsspiel, ist Düs Lieblingsspiel, zumindest was das Let's Playen angeht. Ich, sag mal für privat, ist es nicht ganz mein Fall, das heißt aber nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist, wisst ihr ja. Aber irgendwie kam ich damit nie so richtig, ich bin da nie mit richtig warm geworden. Wahrscheinlich, weil mir die Story auch nicht gefallen hat. Klar, das mit dem Fliegen und so weiter und so fort, ist eine coole Sache. Da gab es ja aber auch ein, naja, nicht deutsches Spiel, von Gamigo gab es ein Spiel. Ich weiß gar nicht, ob das noch da ist oder ob das direkt eingestellt wurde. Gab es ja auch mit Engelsflügeln und so weiter und so fort, wo du dann durch die Gegend fliegen musstest. Da hatten wir, als es dann rauskam, quasi in der Beta, hatten wir das auch mal angetestet. Ist ein schönes Spiel, aber irgendwann hat man dann auch die Lust verloren, also wir. Weil halt noch viele Bugs drin waren und es gar nicht so gut voranging, noch nicht. Es dürfte jetzt mittlerweile, wenn das Spiel noch da ist, ich habe gar nicht nachgeguckt, dann dürfte das auf jeden Fall auch behoben sein. Könnt ihr auch mal probieren, auch eine schöne Sache. Plupp. Ansonsten Ion, naja, wie gesagt, hat Vor- und Nachteile. Es geht mir einfach ein bisschen zu schnell voran da. Man kommt halt gar nicht dazu, sich vernünftige Sachen zu farmen und oder für, vernünftig hinzukommen. Put Heels hat sich soeben Level 20 erreicht. Put Heels him. Okay. Hat soeben Level 20 erreicht. Was habt ihr von Namen? Naja. Und jedenfalls ist es halt so, dass, wie gesagt, ich, weil es eben so schnell vorankam, nie wirklich Gelegenheit hatte, mich in dem Spiel richtig zurechtzufinden. Nach wie vor nicht. Weil sobald ich mich in einem Gebiet so halbwegs zurechtfinde, sind wir schon wieder raus. Und das mag ich nicht. Ich brauche sowieso ein bisschen Zeit, bis ich mich an irgendwas erinnere. Ich habe 1000 Mal zum Beispiel hier Mara gemacht. Fino gemacht. Und trotzdem wusste ich nach einer Weile sowieso nicht mehr, wie und wo was ist. Musste ich mir alles erst neu aneignen. Beziehungsweise muss ich mir immer noch. Aber es sollte halt nicht zu schnell und auch nicht zu langsam vorangehen. Wenn zu langsam verliere ich natürlich auch irgendwann die Lust. Wie jetzt zum Beispiel, die Lust verliere ich nicht, aber es geht halt deutlich langsamer voran wie am Anfang, aber ich denke immer noch, so momentan ist ein angemessenes Leveltempo. Was man mehr haben könnte, wären nach wie vor Quests, vernünftige Quests, aber solange man, wie gesagt, vorwärts kommt, ist alles okay, alles gut, alles bestens. Aber das Vorwärtskommen, das ist wichtig. So, jetzt muss ich mal gucken. Oh, ich sollte mal langsam hier plupp. Und hepp. So, bevor ich hier irgendwie tot umfalle und mich wundere, warum, lege ich mal neue Waffenrollen auf. Treff brauche ich nicht unbedingt, aber naja, gut, jetzt habe ich sie drauf. So. Pum. So, was sagen wir nicht? Steine. Ja, Mana habe ich noch ein paar. Leben habe ich auch noch ein paar. Also, ich komme auf jeden Fall den Malauren schaffen wir. Ob notgedrungen ich den Robo noch schaffe, ich hoffe mal, den brauche ich nicht mehr. Weiß ich nicht. Wir werden es sehen. Allerdings erst in der nächsten Folge, Leute. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Auch diesmal werde ich nicht winken. Aus bekannten Gründen. Bis denn. Tschüss.